machst du da? Bitte! Ein Tag im Tierhotel. Hallo Leute, darf ich vorstellen, das hier ist Pipsi und das ist Junior. Und wir chillen hier gerade eine Runde in der Lounge vom Tierhotel. Ja, ihr habt richtig gehört. Tierhotel. Die Besitzer von Pipsi und Junior sind nämlich gerade im Urlaub und deswegen dürfen die zwei hier eine Woche bei Daniela verbringen. Die stelle ich euch gleich vor, genauso wie alle anderen Hotelgäste hier. Aber vorher gibt's die Quizfrage. Was muss ein Haustier ins Tierhotel mitbringen? Ist es Antwort A? Ein Koffer voller Futter? Oder ist es Antwort B? Seinen Impfpass. Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung, aber jetzt habe ich erstmal ein paar tolle Infos über Tierhotels für euch. Wenn Herrchen und Frauchen Urlaub machen, können sich ihre Haustiere in Deutschland in über 900 Tierhotels verwöhnen lassen. Hier gibt es Einzelzimmer, Doppelzimmer und Mehrbettzimmer, Außenanlagen und Fitnessbereiche. Damit es keine Probleme unter den Gästen gibt, sind die Hotels meist auf Tierarten spezialisiert. Es gibt eigene Hundepensionen oder Ferienanlagen nur für Katzen. Andere Hotels nehmen verschiedene Kleintiere wie Hamster, Kaninchen und Meerschweinchen auf. Und so ein Hotel besuche ich heute in München. Die Hoteldirektorin Daniela empfängt mich vor der Tür. Hallo Daniela. Hallo Anna. Wenn Haustiere in einem Tierhotel abgegeben werden, müssen sie bestimmt jede Menge Gepäck dabei haben. So, also ich habe jetzt mal einen Koffer gepackt für eine Katze und habe mir überlegt, was die bei dir alles so brauchen könnte. Dazu gehört natürlich jede Menge Futter und Leckerlis. Hier drüben noch ein Geschirr und eine Leine. Vielleicht willst du ja mal spazieren gehen. Ja, wenn es die Katze will. Und Medizin für die Ohren und für die Fellpflege. Okay. Habe ich irgendwas vergessen? Ist das gut, was ich da gepackt habe? Ich glaube, du bist so ziemlich komplett. Aber du brauchst gar nichts mitnehmen. Weil bei uns ist alles all-inclusive. Das heißt, die Katze kriegt Futter, die kriegt Wasser, ab und zu ein Leckerli, die kriegt eine Fellpflege, ich habe Bürsten. Somit brauchst du gar nichts hier mitnehmen. Ein Tierhotel mit Vollpension. Das ist natürlich super und erspart den Besitzern viel Arbeit. Ah, Meerschweinchen. Welche Tierarten hast du denn hier? Also zurzeit sind es Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, aber ich nehme auch Ratten, Chinchillas. Genau, also alles, was Kleintier ist. Voll süß. Kann ich mein Tier denn einfach bei dir vorbeibringen oder muss ich mich davor anmelden? Also auf alle Fälle vorher anmelden, gerade jetzt zu den Sommerferien oder vor den Weihnachtsferien, 2-3 Monate vorher. Ansonsten ist hier ziemlich viel los. Hast du denn Tiere, die immer wieder kommen, Stammgäste sozusagen? Ja, total viele. Also sind eigentlich fast alle Stammgäste hier. Klar, wem es gefällt, der kommt gerne wieder. In der Regel verbringen die Haustiere einige Tage oder sogar Wochen bei Daniela. Zwei neue Gäste darf ich jetzt an der Rezeption in Empfang nehmen. Hallo? Hallo. Servus. Servus. Ah, wen haben Sie denn da dabei? Neue Gäste? Ja, Dottie und Smokey. Na, herzlich willkommen bei uns. Dann checke ich Sie gleich mal ein. Super, danke. So. So. Wie lange bleiben Dottie und Smokey denn? Bis Samstag in einer Woche. Gibt es irgendwelche Besonderheiten bezüglich des Futters zu beachten? Sie fressen normal, aber am Abend haben sie immer ein Leckerli, damit sie in den Stall gehen. Okay. Brauchen die beiden irgendwelche Medikamente? Nein. Gut. Haben Sie den Impfpass dabei? So, bitteschön. Perfekt, danke schön. Wir werden uns gut um die beiden kümmern. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Urlaub und den beiden einen schönen Aufenthalt. Danke. Tschüss. So, ihr beiden. Können wir jetzt euer Zimmer beziehen? Smokey und Dottie dürfen gleich in die Gartenanlage. Über Kaninchen habe ich ja schon so einiges gelernt. Schaut mal. Kaninchen kann man im Freien oder in der Wohnung halten. Häschen, die gerne an der frischen Luft leben, brauchen ein Freilaufgehege mit Versteck und Hoppelwiese. Stubenhocker bleiben dagegen lieber in ihren vier warmen Wänden. Mit Kälte können sie nichts anfangen. In der Tierpension geht es jedem Kaninchen gut, egal ob drinnen oder draußen. So, Daniela, unsere neuen Gäste Dottie und Smokey sind eingecheckt. In welches Zimmer kommen sie denn jetzt? Die dürfen in das Gehege Nummer 6 einziehen.
So. Löwenzahnkolonie Nummer 6. Löwenzahnkolonie Nummer 6, genau. Okay. Geht das? Vorsicht, genau. Mach einfach mal die Box auf. Jetzt. Genau. Hallo? Schüchtern unsere neuen Gäste. Kaninchen mögen gar nicht gerne transportiert werden. Und deswegen sind die immer ziemlich aufgeregt, wenn die jetzt einfach in eine neue Umgebung kommen. Wir lassen Dottie und Smokey erstmal in Ruhe ankommen und übernehmen den Zimmerservice. In der Löwenzahnkolonie gibt es 8 große Außengehege für Kaninchen und Meerschweinchen. Nur Tiere, die auch zu Hause zusammenleben, kommen gemeinsam in ein Gehege. Wer sind die beiden jetzt? Das sind Blackie und Filou. Und bei dem müssen wir jetzt erstmal das Zimmer herrichten. Genau, der ganze Mist, der hier drin ist, kommt hier in die große Tüte. Und dann kehren wir alles vernünftig aus. Dann kommt neue Hobelspäne rein, neues Stroh. Und dann sollte das wieder schön ausschauen. Einiges zu tun. Genau. Legen wir los. Packen wir's an. Einfach alles raus. Alles raus, genau. Kommst du klar hier? Dann ja. Schaue ich schon mal hier die anderen Zimmer an. Okay, dann mache ich weiter. Dann viel Erfolg. Danke. Viele Tiere bauen viel Mist. Ein Gast ist mit der Unruhe in seiner Bleibe anscheinend nicht zufrieden. Ja. Blackie macht sich lieber aus dem Staub. Was machst du da? Für das Wohl aller Haustiere ist das tägliche Reinigen der Käfige und Gehege ein Muss. Zu Hause, aber vor allem im Tierhotel mit wechselnden Gästen. Inzwischen haben sich auch die Neuankömmlinge aus der Transportkiste getraut und nehmen den ersten Snack. Und wie geht's jetzt weiter, Daniela? Ich würde sagen, dass die langsam Hunger haben. Dann schauen wir, dass wir was zum Futtern machen. Futter klingt immer gut. Ah, das sieht aber lecker aus. Lauter gutes Gemüse. Ja, also Karotten lieben Kaninchen, ist ja eh klar, oder? Und nicht nur die. Sie finden auch das Grünzeug unheimlich lecker. Zum Salat kommen noch Sellerie, Gurke und Paprika. Das Menü, eine richtige Vitaminbombe. Das ist ganz schön viel. Ja, und gleich weg. Für wie viele Tiere ist das jetzt? Ich würde mal sagen, 12 Tierchen werden davon ganz gut satt. Für einen Tag? Nee, die kriegen 2-mal am Tag. Boah, da musst du aber ganz schön viel Futter herbeischaffen, oder? Ja, jede Menge. Das stimmt. Ich bin guter Gemüsekunde. Dann würde ich sagen, kannst du es den Gästen servieren, oder? Zimmer 1 bis 7, oder? Genau. Klopf, klopf, Zimmerservice. Guten Appetit. Schaut mal, happy, happy. Sie hatten einmal Karotten, Löwenzahn und Kräuter bestellt? Bitte sehr. Ja, da bist du wieder. Ja, alles erledigt. Für die Meerschweinchen hat Daniela etwas zum Knabbern vorbereitet. Eine Mischung aus getrockneten Blüten und Kräutern. Ihr Frischfutter haben die Kleinen längst verputzt. Über eine kleine Portion zwischendurch freuen sich aber alle Gäste. So, und was machen wir jetzt? Genau, alle sind gefüttert. Dann würde ich sagen, schauen wir zur Villa Samtpfote. Villa Samtpfote? Genau. Oh, das hört sich doch nach Kätzchen an. Ja. Cool. Alles Wichtige zu den Miezen gibt's für euch jetzt. Obwohl Katzen Einzelgänger sind und gerne ihr eigenes Ding machen, muss man sich zwischendurch mit ihnen beschäftigen. Katzen sind von Natur aus neugierig und ständig auf Entdeckungstour. Ist ihnen etwas nicht geheuer, wie etwa ein großer Hund, stehen ihnen schon mal die Haare zu Berge. Dann fliegen entweder die Fetzen oder die Katze schleicht sich. Hast du sie schon rauslocken können? Die sind gestern erst angereist und deswegen sind sie noch ein bisschen schüchtern. Ah, verstehe. Genau. Die sind 7 Monate, genau, also noch Katzenkinder. Wie heißen denn die beiden überhaupt? Das ist die Peanut und hier... Peanut wie Erdnuss. Peanut wie Erdnuss, genau. Und das ist die Alice, die hier gerade noch unter dem Sessel wohnt. Passiert es dann auch mal, dass Tiere einfach Heimweh haben und sich nicht so richtig einleben? Also es gibt, also gerade bei Katzen,
manche Tiere, die so 3 Tage brauchen. Das bedeutet aber auch, dass du dich mit deinen Tieren beschäftigen musst oder darfst, genau, damit sie sich hier wohlfühlen. Genau. Das heißt, die kriegen natürlich ihr frisches Futter jeden Tag, die kriegen ihr Wasser, aber natürlich entsprechend Streicheleinheiten, Spieleinheiten, dass die sich jetzt hier auch, wenn die jetzt zum Beispiel die eine Woche, wo sie da sind, nicht so ganz alleine fühlen. Es ist also nicht nur ein All-Inclusive, sondern auch ein Ferienprogramm mit dabei. Genau, mit Bespaßung und Animation. Sag mal, was kostet denn eigentlich so ein Aufenthalt hier bei dir in der Tierpension? Also für die 2 Katzen sind es 23 Euro am Tag. Die haben hier ihr Einzelzimmer, da ist alles mit dabei. Jede weitere Katze kostet 3 Euro. Und wie ist es bei den Kleintieren? Bei den Kleintieren sind es für 2 Tiere 10 Euro am Tag. Und da ist eben auch alles dabei. Schau mal, das ist der Hoppelschichtplan. Hoppelschichtplan, was genau heißt das? Genau, das heißt, auch wenn es kleine Tiere sind, brauchen die einfach viel Bewegung. Und jedes Tierchen darf natürlich mit seinen Freundinnen und Freunden hier immer mal wieder laufen. Und damit du nicht durcheinander kommst, hast du dir hier so einen Plan gemacht. Jetzt sind Meerschweinchen dran, Wuschel, Mausi, Bella. Mhm. Das waren die hier, oder? Das waren die 3 hier, genau. Alles klar, wie machen wir das? Zeige ich dir. Okay. Solange gibt es für euch ein paar tolle Meerschweinchen-Infos. Meerschweinchen leben gerne in Gruppen und sind Vegetarier. Die wuseligen Tierchen brauchen genügend Platz zum Rennen, egal ob im Garten oder in der Wohnung. Wer Meerschweinchen drinnen hält, sollte ihnen einen tollen Spielplatz bauen. Es ist ja eine ordentliche Meerschweinchen-Party am Start. Also die 3 sind jetzt zusammengekommen, oder? Die gehören zu einer Familie. Genau, die gehören zusammen, die kennen sich und deswegen kann man die auch ohne weiteres hier zusammenlaufen lassen. Ein fremdes Meerschweinchen dazuzusetzen würde nur Stress bedeuten. Dank Koppelplan bekommen alle genügend Auslauf. Was passiert denn eigentlich, wenn mal ein Tier krank wird? Was machst du dann? Dann gehe ich sofort zum Tierarzt. Da will ich auch gar kein Risiko eingehen. Man merkt ja, wenn irgendwie ein Tier aufhört zu fressen, dann ist da einfach keine Zeit zu verlieren. Die 3 hier sehen quietschfidel aus. Die sehen quietschfidel aus, würde ich so sagen. So, wir sind wieder bei Pipsi und Junior gelandet. Braucht ihr 2 noch irgendwas? Vielleicht Karotte oder Löwenzahn hier? Karotte gefällig? Ah, die kommt gut an. Daniela, dann lassen wir die 2 noch ein bisschen knabbern. Wir müssen ja noch die Quizfrage auflösen. Genau. Was muss ein Haustier ins Tierhotel mitbringen? Antwort A, einen Koffer voller Futter. Oder Antwort B, seinen Impfpass. Seinen Impfpass, ganz klar. Damit ich weiß, dass die Tiere gesund sind. Und Koffer voller Futter brauchen sie natürlich nicht mitbringen. Die kriegen ja alles bei uns hier. Ganz genau. Also ich finde, so ein Tierhotel zu führen, ist ganz schön viel Arbeit, oder? Ja, da wird es nicht langweilig. Das stimmt. Man ist wirklich von morgens bis abends beschäftigt, weil man will ja auch, dass sich die Gäste wohlfühlen und hier einen schönen Urlaub verbringen können. Das heißt für mich, ich muss jetzt noch eine Runde schuften. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Servus. Schmeckt's?